schauen. Und go! Gibt's was Schöneres als ein gut überstandenes Thermotraining? Ja, ich habe eine Mücke gefrühstückt. Wegverzerrung. Thomas hat uns keine Riegel angereicht. Habe ich Proteine mir aus der Luft geschnappt. Und der Nachteil oder der Vorteil an Spanien ist, dass es von oben nicht wie in Deutschland regnet, dass man da noch Wasser kriegt. Aber das nehmen wir gerne in Kauf.